die Klamotten von ihren von vielen tausenden Würstchen genährten Körper gerissen war in den dreckigen Stümpel untergetaucht. Der Gestank, der aus ihrer Frisur quoll, war schlicht und einfach erbärmlich. Wie kann man sich nur so verschandeln? Dieser Geruch macht mich fast blind, gnädige Frau. Darf ich erfahren, um was für ein Parfum es sich handelt? Es gefällt mir. Vorrag bekommt mein Ekel. Einen Termin beim Finanzamt. Sie wollten genauere Angaben über meinen Verdienst und hatten eine Betriebsprüfung anberaumt. Betriebsprüfung, ich lach gleich. Da ich keinerlei Unterlagen über meine Verdienste sammle, hatte ich außer einem schmalen Ordner, in dem ich meinen Krankenkassenbeleg aufbewahrte, nichts dabei. Sollen Sie mich doch schätzen? Ich hatte vor, diese Frau ein paar Tage warten zu lassen. Ihr zunächst mal den Hof zu machen, ihr mit der Gitarre was vorzuspielen. Wenn man nicht dabei singt, haben die das meistens gern. Das Singen aber blockiert etwas in ihnen, so als wollten sie mit einem Sänger lieber nichts zu tun haben. Der wäre sicherlich anderweitig auch sehr begehrt. Die Dame war circa 1,40 Meter groß, nicht so groß. Die Haare waren unecht, das sah ich mit meinem geschulten Auge sofort. Ein schneller Blick auf die Uhr. Ja. Ich sage zu dir. Ich verlasse dich. Du bist 3 Zentimeter zu groß für mich. Ich kann mich mit dir nicht in der Öffentlichkeit sehen lassen. Es ist zwar in der Vergangenheit passiert, aber mit Widerwillen. Und außerdem mag ich nicht, wie du dein Ei isst. Auf Wiedersehen. Das waren die 3 Fragen, glaube ich. Ich würde gerne noch ein bisschen was Spanisches hören mit der Gitarre. Ja, dann vielleicht zu Hause. Guckt bei YouTube unter Manita de Plata und da kannst du dir so ein bisschen Musik anhören. Das ist ganz interessant. Ich selber kann heute nicht mehr spielen. Ich habe mein Pensum erfüllt. Ich muss ja gleich noch Autogramme geben in die Bücher. Das ist ja oft so. In den Buchhandlungen wird das so gemacht. Günter Schröder, der ehemalige Bundeskanzler, in 2 Wochen auch hier kommen. Ich gehe dann auch hin. Ich stelle mich dann so immer so dahin, so mit dem Koffer und so und guck so böse irgendwie so. Ja. Wie gesagt, ich muss gleich noch Autogramme geben, also die sind aber dieses Jahr, gebe ich 10 Autogramme. Ich hoffe mehr. Ja, ich könnte auch mehr geben, ich gebe mehr Autogramme. Bei Gunter Grass war er schon hier, ne? Ja. Also. Nee, da hast du eine Autogrammmaschine. Tack, tack. Richtig. Genau wie Steffi Graf und. Hier. Die Klitschkos.